Willkommen auf At Homes. Jenny, du gehst weiter und zeigst einfach unserem Zuschauer, warum wir die Immobilie zeigen wollen. Okay, draußen nehmen wir später auf, weil ich von Innenraum so begeistert bin, dass wir erstmal drinnen zeigen. Ich werde nicht sagen, das ist so viele Zimmer oder so viele Zimmer. Ich werde euch ein bisschen Informationen am Anfang geben. Ansonsten werde ich Raum für euch aufnehmen, weil sonst wäre eine Liste, die euch Kopfschmerzen macht. Wir haben hier eine Wohnfläche von 400 Quadratmeter plus 210 Quadratmeter Erdgeschoss. Also in dem Fall nicht Keller, aber ein Stock tiefer als Erdgeschoss, wo auch Licht durchflutet ist. Wir gehen mal vor. Also, ich habe ja diese Immobilie beobachtet während des Bauens. Da habe ich einiges mitbekommen. Zum Beispiel, dieser Kamin ist bestückt komplett mit Porzellan. Schaut euch mal diese Verarbeitung an, Freunde. Dann gehen wir erst in die Richtung, Jenny. Zweimal Chill-Out-Raum, einmal direkt unterm Galerieöffnung. Also wenn ich aufzählen würde, wie die Lampen zustande kommen, wie die Tische zusammenkommen, die sind alles von gleichem Material wie eben Kaminumrandung. Das ist Porzellan. Porzellan ist höher zu bewerten wie Gemstone oder Granit oder Marmor sowieso. Also hier hätte man eine Sitzgelegenheit, wo ich auch davon begeistert bin. Das Haus wurde von Innenarchitekten eingerichtet. Allein diese Sitzposition, Freunde. Ich meine, wenn man 25 ist, denkt man, Couch ist Couch. Aber je öfter man Couch gewechselt hat und so weiter, desto mehr weiß man, was man will. Auch hier diese anthrazitfarbene Dekoration, Regal, wo man eben kleine Sachen reinstellen kann, zum Beispiel Pokale und so weiter, macht auf jeden Fall Sinn. Jenny, hast du diese Galerieöffnung gezeigt? Bitte zeig nochmal. Und hier, wenn ich hier stehe, habe ich vor mir einen Riesengarten, 75 Quadratmeter Pool. 75 Quadratmeter haben die Menschen eine Wohnung, wo die leben. Und hier haben wir nur den Pool, also Badewanne. Da kann man täglich Bahnen schwimmen und sich fit halten. Ansonsten, Alanya liegt unter euch. Und Burgblick, Bergblick, Stadtblick, alles hier ist vorhanden. Also, diese Villa wird möbliert verkauft, so wie ihr seht. Auch die Decken, Jenny, sehe ich ja zum ersten Mal, dass die in Holzoptik mit integrierte LEDs so fein verarbeitet worden ist, dass ich echt sprachlos bin. Hier haben wir natürlich komplett Bodenheizung und ist auch mit einem intelligenten System steuerbar. Auch hier, Freunde, überall ist einfach Fenster. Nach hinten Bananenplantage, Toskana-Anlage ist da hinten. Ansonsten auch die Steckdosen und so weiter. Alles höchste Qualität. Allein diese Couchkarnitur, Gianni. Schau mal bitte da vorne hin. Da können drei Leute nebeneinander liegen und PlayStation spielen. 85 Zoll Fernseher gehört natürlich dazu. Wie ihr seht, ihr werdet das noch öfter sehen. Tisch, beide, die zwei Tische und dieser Tisch, alles vom Material, was auch hier um den Kamin herum gebaut worden ist, nochmal aus Porzellan. Wir haben hier natürlich auch einen Aufzug, den wir bald oder nachher benutzen werden. Hier haben wir einen Essbereich mit 8 Stühlen, super Lichtanlage, wie soll es anders sein?
Hier hat man auf dieses Material sehr viel Wert gelegt. Auch hier in ein Stück, Freunde, das ist ein Stück, also nicht unterbrochen oder nicht aus zwei Stücken zusammengemacht, sondern ein Stück. Also, egal wohin man geht, hat man überall Fensterfronten. So sollte man eigentlich am Meer auch bauen, finde ich. Weil man kommt ja wegen Ausblick herher und investiert so viel Geld in Baumaterial, dass das auch zur Geltung kommt. Hier haben wir eine offene Küche, amerikanische Küche, mit Porzellan, Arbeitsplatte. Auch das ist ein Stück Jenny. Heftig, heftig. Kühlschrank, schwarz, zweitürig, aber hier geht es um mehr Details, wie nur über Kühlschrank oder Siemens Elektrogeräte zu reden. Auch hier nochmal Front wie vorne ist auch Porzellan. Dann hat man hier seine Mikrowelle und Ofen. Boden hier ist Holzoptik, Fliesen. Und hier haben wir dann echte Fliesen. Dann gehen wir rüber, Jenny. Das sind die Steuerungsgeräte für Bodenheizung und Lichtanlage und so weiter. Also man kann auch alles so steuern. Mein Gott, schaut euch mal diese Badezimmer an. Geh mal bitte vor und zeig mal die Dusche nochmal. Auch die Fliesen, Freunde, so zu treffen, dass die Blätter übereinstimmen. Heftig, heftig. Kommen Sie raus bitte, nicht drin bleiben. Dann auch das gibt dem Villa eine warme Atmosphäre. Holzoptik finde ich sehr gut und das ist auch schön ausgewählt, nicht so dunkel. Hier haben wir Technikraum, da ist ein bisschen chaotisch, da gehen wir nicht mehr rein. Und hier haben wir nochmal ein Zimmer, Freunde, wo man sofort zum Schlafzimmer umwandeln kann. Oder ich bin jetzt, zeig mich mal, Jenny, ich bin jetzt wirklich verwirrt gewesen. Ich sehe hier Sitzgarnitur und denke mir, und, wo ist das Bett? Das Bett ist schon da, also ich habe auch euch ihre geführt. Wir haben hier das Schlafzimmer mit ein Sitzecke und Fernsehen kann man auf jeden Fall, so Freunde, auf die Seite drehen. Und hier Fernsehen oder auf der anderen Seite. Und Jenny, schau dir mal bitte das an. Natürlich ein Doppelbett. Wunderschön bestückte Holzoptik-Style. Also ich muss sagen, hier hat diese Architektin sehr, sehr gut gearbeitet. Und hier, ihr werdet sagen, wo ist der Schlafzimmerschrank? Hier übertrifft das, was wir sehen, auch unsere Vorstellungen. Ich muss sagen, das ist das schönste Haus, was ich aufnehmen durfte. Und Jenny darf da mitwirken. Die gehen bis zur Decke, dieser Schlafzimmerschrank. Und auch hier schön beleuchtet. Einfach wunderschön. Und Jenny, wie soll es sein, wenn so ein schönes Schlafzimmer da ist? Dann ist natürlich ein Badezimmer mit Doppelwaschbecken hier. Was hier auch sehr schön gestaltet worden ist, Freunde, das ist eine Granitplatte von Boden bis zur Decke geht. Also seht ihr, das sind 1,20 mal 2,40 Fliesen. Das ist riesig. Allein hier so breit 1,20 und 2,40. Auch die Armaturen und so weiter. Alles von Besten. Und beide Seiten. Hey, das macht mittlerweile Sinn. Findest du nicht? Ich hoffe, ihr seht, wie meine Augen funkeln. Ich bin wie ein kleines Kind, der sich für schöne Sachen begeistern lässt, Freunde. Und wenn die Begeisterung aufhört, ist man eigentlich seelisch tot. Deswegen, ich liebe es, wenn Menschen sich Gedanken machen, andere Menschen glücklich zu machen. Und das versuche ich die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Also, man könnte mit seiner Partnerin oder Partner oder was weiß ich was, oder zwei Partnerinnen hier sich gleichzeitig duschen, nachdem man unteren Raum sich zum Schwitzen gebracht hat. Aber das zeigen wir euch noch. Okay,
Somit haben wir Eingangsbereich euch komplett präsentiert. Was haben wir hier im Eingangsbereich euch gezeigt? Zweimal Sitzgarnitur-Bereiche, wo man sich wohlfühlen kann, fernsehen kann oder sich ein bisschen zurückziehen kann und seinen Kaffee trinken kann, während man die Stadt beobachtet. Vor allem in der Nacht, wenn alles funkelt, schön, ihr weißt ja. Also ich muss sagen, Beverly Hills lässt grüßen. Ansonsten hat man einen Essbereich, nachdem man hier gekocht hat. Und dieser Dialog, während man kocht, hat man immer aufrecht. Was noch dazu kommt, wenn man sich eben nicht im Fernsehereck sitzt, dann macht man seinen Kamin an, zieht sich auf diese Seite und sieht, wie die Flammen einfach einem warmen Wohlbefinden verpassen. Dann, Freunde, Aufzug einfach drücken, wenn man laufen möchte. Natürlich haben wir Treppenhaus, das werden wir euch noch zeigen, aber wir fahren mit Aufzug hoch und zu Fuß gehen wir runter. Also hier die Deckenhöhe ist bestimmt über 10 Meter. Jenny, kommen Sie bitte rein. Wir gehen zweiten Stock hoch und dann gehen wir Stück für Stück runter. Auch hier die Farbe des Spiegels ist rosé, also macht auch was Schönes her. Boden wieder im Marmor. Also ich muss sagen, für was braucht man Geld? Braucht man so ein Haus? Nein, aber es ist auch mal schön, wenn man sich was gönnt. Wir gehen erst raus, Jenny. Riesentür, die mit einem Finger aufgeht. Und jetzt kann ich nochmal mich bedanken dafür, dass ich das alles jetzt gerade für euch filmen kann. Wir sind auf der Terrasse, Freunde. Das Haus ist, finde ich, ein bisschen auf Ibiza-Style angepasst, aber sogar noch schöner. Schaut euch mal diese Schattenspender an. Riesenareal als Terrasse. Stellt euch vor, die Familie oder Freunde kommen her und man grillt und isst hier gemeinsam. Und man kann sogar um die Ecke rumgehen und man könnte auch hier um das Haus laufen, aber das braucht man nicht. Jenny, man braucht immer wieder eine gewisse Zeit, bis man das realisiert. Ich glaube, wir werden das realisieren, wenn wir erst zu Hause sind. Ich finde auch diese Anlage drumherum gibt Mehrwert und diesen Berg brauche ich euch nicht erklären, das sieht man auch von uns aus. Da ist im Winter Schnee, ansonsten diese Riesenkomplexe leuchten in der Nacht, wie wenn die ein Vulkan wären. Und wir gehen weiter, weil wir noch viel erleben und sehen werden. Auch hier die Decke mit Spots bestückt. Was mir auch auffällt, diese graue Fensterrahmen passt hier richtig rein, weil auch sehr, sehr leicht bedienbar ist. Wir gehen erst in die Richtung. Und wir haben ja von unten euch versucht, diese Galerieöffnung schmackhaft zu machen. Das sieht man hier, wenn man oben ist, erst recht, wie schön dieses Sitzareal ist, um den Kamin herum. Auch diese schöne Regal da hinten. Seine Bewertung hat, nach oben stellt man die Sachen, die man nicht so oft braucht, aber nach unten kann man Tagesbedürfnisse reinstellen. Wir gehen in das Schlafzimmer, was sich oben befindet. Das ist bereits das zweite Schlafzimmer, auch das Bett ist wunderschön und man blickt aus dem Bett heraus in diese schöne Anlage, was wir euch vorhin gezeigt haben und auch Bananenplantage. Ich sehe, die Klimaanlage sind von Daikin, also beste Klimaanlage Marke. Und auch hier Bodenheizung bestückt. Leider muss noch das Haus komplett fertiggestellt werden, aber steht schon zum Verkauf bereit. Wer sagt, Ercan,
ich habe Interesse, der kann sich jetzt schon melden und bei ein paar Sachen kann er sogar selber bestimmen, wo ein Fernseher hinkommen soll und das und dies. Natürlich haben wir hier auch Bodenheizung und diese Diele allein hier, Freunde, könnte man Fußball spielen, Jenny. Nächster Raum ist gleich hier und das ist drittes Schlafzimmer, den wir für euch aufnehmen können, dürfen. Die Farben sind alles stimmig, wie die Wandfarbe ist, ist auch Schrank so. Die Türen haben nicht Standardhöhe, also über dem Standard hoch, Jenny. Und alle Schlafzimmer haben eigene Badezimmer. Schau mal bitte her. Auch hier diese Granitplatten, wunderschön ausgesucht. Ich meine, also ich muss ehrlich zugestehen, ich bilde mir ein, dass ich Geschmack habe, aber ich könnte nie ein Innenarchitekt sein, weil so viel Vielfalt stimmig zu gestalten, braucht einen kreativen Menschen. Und hier hat man in der Früh die Sonne, man könnte, warte, ich ziehe vor, du kannst zeigen, hier könnte man nochmal eben Esstisch oder zwei Tische oder ein Tisch, zwei Stühle hinstellen. Und Jenny trinkt ja in der Früh sehr gerne Kaffee, dass man sich gemeinsam hinhockt und den Tag analysiert, was man wie machen sollte. Das ist die Lampe, die am Eingang steht, auch wunderschöne Farbe, finde ich. Früher bin ich nicht auf diese Sachen gestanden, aber ich finde, wenn du in einem anderen Ort lebst, Jenny, musst du auch die Wohnung oder das Haus anders gestalten, weil ich habe mal aus Deutschland Möbel mitgebracht, die haben in die Wohnung gar nicht reingepasst, musste ich wieder wegtun und selber hier einkaufen. Auch die Sockelleisten sind aus Holz spezial angefertigt. Hier haben wir Hauptschlafzimmer und in diesem Hauptschlafzimmer werde ich die Eigentümer mal bitten, einmal schlafen zu dürfen. Jenny, geh mal bitte vor. Man kann hier... Oh mein Gott. Ich sage euch nur eins, Freunde. Vergleichbare Immobilie. Ob das jetzt in Los Angeles ist oder... Wie soll ich sagen, in Spanien sind Preise aufzurufen, was ein Mensch niemals zusammenkriegen kann. Auch hier ist es schwierig, aber hier ist wenigstens ein bisschen leichter noch, wie eben in diesen Ländern. Dieser Hauptschlafzimmer hat auch ein eigenes Küchenabteil, was modernste Technik beinhaltet. Schau mal, Jenny, zwei Kochplatten, ansonsten kleine Ofen hier. Und dann hat man hier natürlich seinen Ankleideraum nochmal mit Spiegel. Also Schrank und sehr, sehr viel Licht. Ansonsten die Küche, Schlafbereich. Das finde ich einfach schön. Obwohl man im gleichen Zimmer sich befindet, hat man ein Trennmöglichkeit, wie wenn das separat wäre. Findest du nicht? Sehr, sehr schön. Hier haben wir das Badezimmer für Hauptschlafzimmer. Kannst gerne reinkommen, Jenny. Also mich haut das alles um, irgendwie auch, wo man seine Shampoos und so weiter abstellen kann. Auch die WC-Schüssel sind nicht weiß, sondern in der Farbe gehalten von Waschtisch. Und was mir auch persönlich sehr gut gefällt, dass die Wasserhähne nicht von unten, sondern vom Wand aus herkommt. Ich wollte die Flecken putzen, deswegen war ich ein bisschen still. Es ist ja nicht so, dass ich nur meine Sachen gleich sauber machen muss, sondern auch die Sachen, die anderen gehören könnten. Auch oben hat man ein Stück Arbeit und mit schönem Muster versehen, auch hier Anthrazit mit Weiß gehalten. Also, Tür natürlich auch wunderschön. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir haben Erdgeschoss gesehen, wir haben zweiten Stock gesehen. Das Haus ist dreistöckig, ein Stock fehlt noch. Und jetzt gehen wir durch die Treppenhaus.
runter. Jenny geht vor. Was hier sehr, sehr schwer war, Freunde, Jenny, ich nehme dir mal ein bisschen. Man musste diese Muster hier treffen und das geht ganze Treppenhaus lang so. Jenny, geh mal vor, wie viel Arbeit die Fliesenleger oder in dem Fall Treppenbauer hatten. So, es geht nochmal ein Stock tiefer. Diesmal gehe ich runter, Jenny. Auch hier hat man diese Muster eingehalten, dass man genau in der Mitte gehen kann, zeigt uns diese Muster. Wir sind jetzt bereits untersten Stock, Freunde. Jenny, komm mit. Auch hier wird bepflanzt und beleuchtet. Diese Sachen sind zum Beispiel noch nicht fertig. Wenn ihr da seid, könnt ihr, oder wenn ihr das Haus kauft, könnt ihr damit einwirken. Wie ihr seht, habt ihr Licht durchflutet hier. Da ist Strom. Hier könnte man schöne, nicht lichtbrauchende Pflanzen pflanzen. Das wird richtig schön. Freunde, 70 Quadratmeter mit Bodenheizung bestückte Raum unten und mit einer Zentralklimaanlage. Was könnte man hier machen? Man könnte hier ein Kino machen oder ein Spielzimmer machen. Und hier ist ein Putztechnik zustande gekommen, was ein, wie soll ich sagen, ein Betonoptik verpasst. Treppe mit Panzerglas bestückt als Geländer. Hier als Trennwand finde ich auch schön, Jenny. Die Farbe ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Ich stehe auf dunkle Sachen, deswegen bin ich so dunkel, glaube ich. Dann gehen wir hier rein. Hier könnten wir zwei Liegestühle oder Massagestühle hinstellen. Wisst ihr auch warum? Darum, Freunde, wir haben hier einen Spa-Bereich vom Feinsten, ein Hammam, wo man einen Masseur hierher bestellen kann, nachdem man eben Sauna und Hammam gemacht hat, mit diesem Schaum sich reinigen lassen kann. Man reinigt dabei nicht nur seinen Körper, auch die Seele. Und hier haben wir nochmal für 4 Personen ein Sauna. Sauna in der Türkei, denkt man sich, aber wir benutzen 2-mal die Woche, ob Sommer oder Winter, weil es für die Abwehrkräfte sehr, sehr wichtig ist. Dann hat man hier nochmal ein WC. Ich meine, wenn man unten ist, Bad ist Pflicht, Spa-Bereich. Und hier hat man eine offene Dusche, was man auch sehr schön gestaltet hat. Hier war Aufzug, mit dem wir auch hochfahren werden. Und dann haben wir hier nochmal einen Raum, Freunde. Und für was kann man das planen, Jenny? Ein Gym hierher richten, einrichten. Wir haben gerade ein Gym, Home Gym eingerichtet, mit schönen Künstlerlampen, alles bestückt. Ansonsten hat man hier an alles gedacht. Wir gehen hoch und zeigen euch drumherum um das Haus, Garten, Pool und so weiter, damit ihr eine Unterhaltung bekommt. Auch wenn ihr nicht kaufen wollt, könnt ihr das anschauen. Ich finde, ich habe gerne Sachen angeschaut, wo mich motiviert hat, weil ich habe dann gewusst, als ich eben 20 Jahre lang gearbeitet habe, worauf ich stehe. Man muss nicht auch alles haben, was man so sieht und was man schön findet. Aber es ist schön zu sehen, dass nach oben die Grenze wie auch nach unten total offen ist. Jeder muss sich selber platzieren. Okay, wir gehen hier nochmal raus. Nicht gegen die Scheibe laufen, Jenny. Hier ist offen. Hier hat man eine Sitzgarnitur hingestellt auf der Terrasse. Ansonsten hat man die Wiese gerade fertig machen lassen. Das muss noch mal
mit Rasenmäher gekürzt werden. Hier hat man ein Steingartenoptik verpasst. Auch Poolfliesen sind anders, ist selten hier, Jenny. Und das ist nicht ein Überlaufpool, sondern da wird das Wasser reguliert. Also es ist sehr, sehr weit weg. Ich würde zum Beispiel persönlich hier mit ein Holzoptik ein Areal schaffen, wo die Liegen hinstellen. Ansonsten, wenn man auch sich hier reinlegt im Hochsommer und sagt, ja, Ercan, wir müssen die Mücken fernhalten, dann macht man das auf und macht zu. Ja, Freunde, ansonsten sind die Bepflanzungen neu, also die haben erst kürzlich gemacht, das könnt ihr natürlich übernehmen. Bei so einem Villa braucht man vielleicht auch Gärtner, wenn ihr selber nicht machen wollt. Es ist genug Areal da, aber wenn die mal groß geworden sind, ist nochmal ein anderer Stil hier. Ansonsten fährt man hier rauf, das ist unsere Auffahrt, und unten drin haben wir eine Garage und da hinten haben wir nochmal eine Abstellkammer. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Uns hat das sehr, sehr viel Freude gemacht, diese Immobilie zu präsentieren. Das ist natürlich nächste Episode in Alanya. Mittlerweile werden solche Prachtstücke gebaut. Dann muss man natürlich seinen Geldbeutel auch weiter öffnen, wenn man denn die Möglichkeit hat. Wird man glücklicher, wenn man so eine Immobilie hat? Mit Sicherheit nicht. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Das ist nicht das Einzige im Leben, wo man anstreben sollte. Glücklich sein, gelassen sein, genug zu haben und auch zu sagen, es ist genug, das reicht mir. Also das sind wichtige Punkte im Leben. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich so dafür schwärme. Ich mag schöne Dinge, aber auch wenn die anderen diese schönen Dinge besitzen, macht es mir Freude. Auch in Deutschland, als ich gelebt habe, wenn ein Lambo vorbeigefahren ist, habe ich Spaß daran gehabt, das Auto von der Nähe zu betrachten, ohne selber zu besitzen oder zu fahren. Bitte nicht falsch verstehen, verstanden werden ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Man braucht das nicht, wenn man aber braucht, sollte man sich auch kaufen können. Schaut euch mal von außen nochmal diese Immobilie an. Und Jenny und ich hatten sehr viel Spaß dabei, diese Immobilie euch zu präsentieren. Jenny, ich würde nochmal von hier so rüber einfach die Berge und dann das Meer, die Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn wir uns bei einem anderen Video nochmal sehen. Preis, natürlich ernsthafte Frage. Ich wollte euch Freude machen. Man muss wirklich nicht alles besitzen, um Freude dabei zu empfinden. In diesem Sinne, Ed Holmes aus Alanya. Bis dann, Freunde.